Er muss geahnt haben, dass es jemand auf ihn abgesehen hat. Ich habe sie angeschossen. Sie wissen ja, wie schnell sich das in Jägerkreisen herumspricht. Das Band zwischen Friedrich Stahl und mir ist geknüpft. Sie und Ihre Frau, Sie haben das mit dem Jagdfreund nicht rein zufällig nur erfunden. Deshalb habe ich mich der Polizei gestellt. Ja, um Ihnen Sicherheit zu wiegen. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Ihre Genesung ist mir eine Herzensangelegenheit. Es reicht, dass er einen Verdacht hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Aufrichtigkeit. Nicht jeder Mensch ist dazu imstande. Er ist gestorben und ich bin darüber immer noch nicht hinweg. Patricia Stahl hat mich auf ihn angesetzt. Sie sollten ihn umbringen. Nein, ich sollte ihn nur anschießen. Ich muss mich jetzt erst in Sicherheit bringen. Bitte. Dann mache ich dich fertig, das verspreche ich dir. Ein paar Stunden später ist Lukas Stelter tot. Ja, ich war wütend auf ihn. Wo waren Sie zwischen 21 und 2 Uhr? Bei mir zu Hause. Ich bin gegen 11 Uhr ins Bett gegangen. Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit Drogen? Nein, natürlich nicht. Dann sind Sie also mit einer Durchsuchung Ihrer Privat- und Geschäftsräume einverstanden, ja? Also wenn Sie damit sagen wollen, dass ich Lukas etwas angetan habe, ich... Entschuldigung. Ich habe nichts zu verbergen. Anna Seidel, ja? Diese blonde Möchtegern-Edelschlampe. Lukas hat nur noch nach ihrer Pfeife getanzt. Ich war vorgestern in einem Club in der Leopoldstraße. Und da fragte ich einen gemeinsamen Bekannten nach ein paar Gramm Koks. Und der grinste mich nur blöde an und meinte, warum ich nicht gleich beim Direktimporteur kaufen würde. So wurde es mir bestätigt, ja. Ihnen ist schon klar, dass Sie sich damit selbst ein starkes Motiv geben, Lukas Stelter getötet zu haben. Oh Gott. Aber ich war es nicht. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Als wir Rast gemacht haben, worüber hast du mit Daniel die ganze Zeit gesprochen? Tun alle Knochen vom Reiten weh. Der lügt doch. Er ist ein hervorragender Reiter. Du kennst Daniel dein halbes Leben lang. Ich möchte doch einfach nur, dass du vorsichtig bist. Das ist alles. Irgendwo müssen doch diese verdammten Tabletten sein. Daniel kann sehr eifersüchtig sein und dann ist er unberechenbar. Evelyn, lass das. Ja! Was ist denn? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich hab geübt. Stell dich doch nicht so an. Mit wem telefonierst du da? Wir haben dir nichts zu sagen. Hey! Hallo? Marie konnte mich noch nie leiden. Hilft sie dir bei deinen ganzen Lügen? Was hast du vor? Nichts. Marie erfährt alles. Ich weiß, was du vorhast. Aber das will ich nicht! Lass mich hier leben! Von verheirateten Männern sollte man besser die Finger lassen. Ah, dann habe ich ja gute Karten. Wer weiß. Wo waren Sie eigentlich, als der Unfall war? Am Montagnachmittag habe ich ein paar Stunden frei. Um 5 Uhr bin ich immer im ACT, das ist so ein Fitnessclub. Da halte ich 2 Kurse ab. Und für die freien Stunden gibt's Zeugen? Nein, ich bin zu Hause gewesen. Ist das schlecht fürs Alibi? Simone muss mit dir reden. Nehmen Sie die Tabletten immer noch? Wieso? Bei den anderen sind die Tabletten abgesetzt worden und Sie nehmen gleich 2 davon. Abgesetzt seit wann? Ja, gleich nachdem der Herr Kramel gestorben ist. Ach, der Herr Kramel, die hat gekriegt? Ja, natürlich, alle dick. Ich meine, alle Vollschlanken haben die verordnet gekriegt. Ich habe mich so auf das Kind gefreut. Aber Kurt ist ausgerastet. Er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn ich es nicht abtreiben lasse. Aber Sie können das Kind doch immer noch kriegen. Ach ja? Wie denn? Im Gefängnis vielleicht? Mein Schutzengel ist leider immer im Urlaub. Glauben Sie, dass es einen Himmel gibt? Ich habe 2 Menschen ermordet. Das haben Sie nicht. Was reden Sie da? Die Experten konnten den Todeszeitpunkt von Dr. Winter exakt bestimmen. Ihre Experten täuschen sich. Geben Sie mir die Waffe. Nein! Sie haben ja keine Ahnung. Sie wissen nicht, was für ein Mensch meine Großmutter war. Sie hat meine Mutter in den Tod getrieben. Den sensibelsten und feinfühligsten Menschen der Welt. Sie hat meinen Großvater mit ihrer Gehässigkeit und ihrer Ich-Sucht zu Tode gequält. Und ich habe alles an mir gehasst, was so war wie Sie. Papa, ich kann so aber nicht leben.
Nein!